Was ich ganz häufig auch erlebe, ist, dass die Hardware gar nicht das Problem ist. Also das, es ist sozusagen einfach zu sagen, ja, komm, dann kriegst du noch einen weiteren CPU oder noch ein bisschen mehr RAM. Aber oft ist das gar nicht die Ursache, sondern nur eine einfache Möglichkeit, zu versuchen, das Feuer zu löschen. Aber diese Symptomatik oder diese Maßnahme, die du beschrieben hast, ist meistens immer nur sehr reaktiv. Ja, richtig. Sprich, wenn ich eine Virtualisierungsebene habe und die ist schon an sich gut ausgelastet und ich fange dann an, den Maschinen selber nochmal mehr CPU und mehr Arbeitsspeicher zuzuweisen, dann belaste ich die ganze Virtualisierungsebene nochmal zusätzlich an der Stelle. Das heißt, es kann durchaus auch kontraproduktiv sein. Richtig, oder? Genau. Vor allem in virtualisierten Umgebungen, wenn ich sage mal, 100 Prozessoren in meiner virtuellen Infrastruktur zur Verfügung habe. Ich habe schon 120 virtuelle Prozessoren vergeben und gebe dann meiner Confluence-Instanz, die schon 8 hat, nochmal 4 Stück zusätzlich. Mhm. Dann wird die Virtualisierungsebene versuchen, dem Confluence-System 14 CPU-Einheiten auf einem Mal geben zu wollen. Ja, okay. Und dadurch wird quasi die ganze Virtualisierungsebene langsamer. Okay, gut. Das heißt, es hilft jetzt auch nichts, wenn da so ein Halbleihe wie ich sitzt und Mensch einfach mal auf den großen grünen Knopf drücken und wenn ich 5-mal drücke, dann wird es schon besser werden. Also müsste sozusagen hilfreich wäre, wenn man ein bisschen versteht, was das System tut, um herauszufinden, was sind die eigentlichen Probleme, die ich lösen muss. Richtig.